Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Fast jedes dritte Kind in diesem Land ist im Laufe seiner Kindheit arm. Das besagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Und die sagt auch, jedes fünfte Kind ist sogar dauerhaft von wiederkehrenden Armutslagen betroffen. Ein dauerhaftes, sicheres, stabiles Einkommen, eine sorgenfreie Kindheit, das haben Millionen Kinder und Eltern in diesem Land nie erlebt. Und meine Damen und Herren, das ist eine Schande. Und Armut ist für Sie nicht nur Statistik, sondern bittere Realität. Und da helfen keine Rechentricks und keine Beschönigungen, mit denen Sie immer wieder versuchen, Armut in Deutschland kleinzureden. Wer bereit ist, hinzuschauen, sieht, was in diesem Land passiert. Eltern, die zu Hause nicht heizen können, Kinder, die nicht zu Kindergeburtstagen gehen können, nicht ins Kino oder in den Sportverein, weil dafür das Geld fehlt. Und das geht an den Kindern nicht spurlos vorbei. Wer schon als Kind soziale Ausgrenzung erlebt, ist geprägt fürs ganze Leben. Und die Linke wird deshalb niemals zulassen, dass Sie die Armut in diesem Land wegdiskutieren. Und dann wundern Sie sich, dass die Bürgerinnen und Bürger die Nase voll haben von Ihrer Politik. Die Menschen merken doch, dass für Sie nichts getan wird, dass sich Ihre Situation nicht verändert. Viele schuften rund um die Uhr mit zwei und drei Jobs und kommen trotzdem nicht über die Runden. Wann denken Sie, wann diese Eltern sich um ihre Kinder kümmern können? Die Politikverdrossenheit und die Stärke dieser Fraktion rechts außen sind die Ergebnisse Ihrer Politik für die Reichen, für die Wirtschaft, aber nicht für die Menschen in diesem Land. Und darüber sollten Sie mal nachdenken, meine Damen und Herren. Kinderarmut kann man nur mit einem grundlegenden Politikwechsel bekämpfen. Denn wenn 96% aller Kinder alleinerziehender, arbeitsloser Mütter in Armut leben, dann ist das ein Totalversagen der Sozial- und Familienpolitik dieser Bundesregierung. Und wo sind Ihre Konzepte, um etwas zu ändern? Ein paar Schräubchen hier, ein paar Schräubchen da. Da werden Sie nichts ändern. Und die Vorschläge der Linken liegen auf dem Tisch. Wir brauchen einen höheren Mindestlohn, einen regulierten Arbeitsmarkt, einen starken Sozialstaat und eine Familienpolitik, die ihren Namen verdient. Und das wären die Lösungen, meine Damen und Herren. Statt Familienleistungen mit der Gießkanne, bei denen einkommensstärkere Familien am meisten profitieren, fordern wir eine armutsfeste Kindergrundsicherung, die jedem Kind in diesem Land gleiche Chancen sichert. Ja, das erfordert eine andere Haushaltspolitik. Ihre Politik der schwarzen oder jetzt roten Null, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, Ihre Steuerpolitik, die Wohlhabende und Großunternehmen schont, Ihre Aufstockung des Kriegsetats, das ist der Grund für Kinder, die in Armut leben müssen. Und das werden wir nicht hinnehmen. Und ich muss Ihnen zum Schluss auch noch sagen, wenn Sie so weitermachen wie bisher, werden die Menschen in diesem Land gegen Ihre Politik aufstehen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Zimmermann. Als letzte Rede zu